zweiten Teil geht es um die Settings, was gibt es für Settings und was kann man einstellen. In diesem kurzen Video zeige ich euch einfach nur mal ganz kurz die Settings. Ich fange ganz oben an bei Mode. Ich gebe den DI2-Mode, das ist der Diskriminierungs-Zweiton-Modus. Das ist der tiefere von den beiden. Der DI3-Modus hat zwar drei Töne, geht aber nicht ganz so tief. Beim DI2-Mode kann man die Sensitivität von 1 bis 99 einstellen. Man kann die ID-Mask von 0 bis 99 einstellen. Es handelt sich dabei um den Diskriminierungsfilter. Wie man die Frequenz verändert, zeige ich euch gleich noch. Man kann die Volumen verändern von 0 bis 20. Man kann die Tonart verändern. Das ist ein bisschen dumpfer. 1, dann klingt das alles ein bisschen höher, noch höher. Und da klingt es ziemlich piepsig hoch. Man kann die Helligkeit des Displays verändern von 0 bis 20. So kann man quasi das Display auch ganz ausmachen. Das wirkt sich dann auch auf das kleine Display hier vorne aus. Vibration habe ich ja im vorigen Video schon gezeigt. Kann man die Stärke der Vibration einstellen von 0 bis 5. Und es gibt Sprachen. Es gibt 10 Sprachen. Ich schalte die mal kurz durch. Der DI3-Modus ist der Dreiton-Diskriminierungsmodus und im DI3-Modus kann man auch die Sensitivität von 1 bis 99 machen. ID-Mask 0 bis 99. Der Threshold-Sound ist ausgegraut, weil der ist nur für den All-Metal-Modus. Der DI3-Modus hat halt drei Sounds. Es gibt den Eisenton, es gibt den Mittelton, einen ganz hohen Ton, der ab 80 oder so anfängt. COG-Mode ist der Conductive Ground-Mode. Das ist der Modus für nassen Sand, Strand und sowas. Den All-Metal-Modus ist der GEN-Modus, damit kann man Threshold verändern. Threshold ist ein Hintergrundsound, den kann man von 0 bis 99 verändern. Der GEN-Modus, also der All-Metal-Modus, ist der tiefste von allen drei Modi. Der zweittiefste wäre dann der DI2-Modus. Im DI3-Modus kann man die Sensitivität auf 99 locker hoch machen. Das läuft ziemlich ruhig. Ich hatte da überhaupt ja keine Störgeräusche. Wenn man das im DI2-Modus macht, dann gibt es da schon eine Menge Störgeräusche. Schon allein in 55er Bereich. Der Unterschied also war der, der DI2-Modus ist schon bei der Sensitivität auf 45 tiefer als der DI3-Modus auf 99. Ich war aber auch in der Lage auf dem Acker und draußen, wo es ziemlich ruhig war, im DI2-Modus die Sensitivität sogar auf 91 zu haben und das lief ruhig. Kommt natürlich immer darauf an, was für Störsignale sind in der Umgebung. Normal könnte man eigentlich schaffen, den auf 75er Sens laufen zu lassen. Und wenn das gar nicht geht, dann hatte ich ihn immer so im 45er Bereich. Und wie gesagt, das ist immer noch tiefer als DI3 auf 99. Um die Frequenz zu verändern, muss man nichts weiter tun, als den Pinpoint-Button gedrückt lassen und einen Plus-Knopf oder einen Minus-Knopf drücken. Dann wird diese Option freigeschalten und ist nicht mehr ausgegraut. Man kann dann dort die Frequenzen verändern. 1 bis 5 wird aber empfohlen, die Frequenz auf 3 zu lassen, weil das wohl, wenn man andere Frequenzen verwendet, auch die Tiefenleistung verändern kann. Bei mir lief er die ganze Zeit immer auf 3 und das war auch alles gut. Es gibt ja manchmal so Fälle, wenn man mit mehreren Detektoren unterwegs ist, dass sie sich gegenseitig stören. Und da kann man natürlich dann hier die Frequenz verändern. Was wird in diesem kleinen Display eigentlich angezeigt? In dem Display wird der Leitwert angezeigt. Wenn man Ground Balance macht, werden die Ground Balance Settings angezeigt. Und wenn man am Pinpointen ist mit dem Pinpoint-Button, dann wird hier auch die Tiefe des Targets angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, bei dem Detektor Ground Balance zu machen. Die erste Möglichkeit ist, den Ground Balance-Knopf hier drückt zu lassen, den Detektor über den Boden zu pumpen, bis es piept. Dann ist das quasi auto eingestellt. Die zweite Möglichkeit ist, man lässt den Knopf hier drückt und kann dann hier manuell einstellen. Das spinnt jetzt ein bisschen rum, weil keine Spule dran ist. Geht aber normalerweise wunderbar. Und man kann sich das dann noch so anpassen. Zusätzlich gibt es die Option des Ground Trackings. Wenn man das einschaltet, überwacht der Detektor quasi den Boden, den Ground und trackt das mit und verändert dann immer wieder die Ground Balance Settings, die man vorgenommen hat und passt die Settings dem Boden an. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er das aktiviert oder deaktiviert. Ich habe das aus, weil ich habe gerne meine eigenen Settings da drinnen, die ich manuell dann anpasse, so wie ich denke, dass es am besten ist. Mehr Settings fallen mir jetzt nicht ein, was man hier machen kann mit dem Detektor. Im nächsten Video dann der Tiefentest. Wenn noch Fragen sind, einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich werde die sofort beantworten.
Tschüss.